Ja, hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema individuelle Softwareentwicklung versus standardisierte Softwareentwicklung. Jo, ich möchte hier gleichzeitig nochmal hier ein Smiley hinmachen. Das bist jetzt du bist jetzt hier der Softwareentwickler. Ja, der Standard-Softwareentwickler und hier bist du der individuelle Softwareentwickler. Ja, und du freust dich auch. Und ich mache dieses Video aus folgendem Grund, weil ich in letzter Zeit immer mal wieder auch kleinere Softwareentwicklerbuden und kleinere Solopreneure zu tun hatte, die sehr stark individuelle Softwareentwicklung anbieten, ja, und damit auch gut Geld verdienen möchten und ihre Karriere durchstarten und so weiter. Und es gibt auch einige wenige größere Firmen, die sehr, sehr präsent sind, die sich sehr gut Werbung schalten und mit Sicherheit auch sehr gut Geld verdienen, indem sie sehr viel individuelle Softwareentwicklung anbieten. Nur ein Tipp, dieses Video richtet sich insbesondere an kleinere Softwareentwicklerfirmen, die sich davon versprechen, dass sie quasi mit individueller Softwareentwicklung ja super skalieren können und super durchstarten. Also jetzt habe ich es quasi umgekehrt gesagt. Also zum super durchstarten und dafür, dass du dein Business skalieren kannst, ja, ist ja schon so ein bisschen schwieriger, wenn du individuelle Softwareentwicklung anbietest. Das sagt ja der Name schon, individuell. Das heißt, jede Software, jedes Projekt ist wiederum individuell, ja, komplett von Grund auf individuell. Und alles, was individuell ist, ist grundsätzlich mal schwieriger zu skalieren. Alles, was schwieriger zu skalieren ist, ist auch grundsätzlich für dich problematischer oder mit mehr Aufwand oder zäher, einfach schwieriger zu skalieren und daher auch zu wachsen, du als Business, ja, und alles, was standardisierbar ist, wir kennen es ja vom Fließband aus der Industrie, ja, Standard, ja, jeder Keks schaut gleich aus, jede Salzstange gleich und so weiter, ist halt viel besser zum Skalieren und daher auch zum Wachstum. Und was ich noch mit einfügen möchte, dass ja, diese individuellen Softwareentwickler dann häufig meinen, sie würden es leichter haben, ihre Dienstleistung oder sich selbst zu verkaufen, mit der Begründung oder das so als die, sagen wir mal grundsätzlich, was sind die Vorteile und die Nachteile, ja, Vorteile versus Nachteile. Und das Erste ist halt, dass sie sagen, naja, Lizenzkosten. Ja, keine Lizenzkosten. Ja, hier in der individuellen, Softwareentwicklung gibt es keine Lizenzkosten. Und da möchte ich halt einfach hier kurz ein Fragezeichen hinsetzen, denn es gibt ja einen Grund dafür, dass standardisierte Software häufig mit Lizenzkosten verbunden ist. Denn über die Lizenzkosten bezahlst du ja, subventionierst oder investierst du ja in die Firma, die die Software anbietet, also den Softwarehersteller, für die Weiterentwicklung, Safety, Sicherheit, Funktionalität, alles, was dazu gehört, generell für die Weiterentwicklung in diese Software. Kurzes Beispiel, Anekdote von mir. Als ich mich selbstständig gemacht habe vor einigen Jahren, habe ich mir wirklich das günstigste CRM rausgesucht für mich selber, was ich finden konnte irgendwo. Ja, schon mit den Funktionalitäten, aber absolut, es muss das günstigste sein. Ich hatte kein Geld, ja, oder wollte auch keins ausgeben dafür. Und irgendwann habe ich es mal bereut, weil ich eben festgestellt habe, nach vielen Jahren, ja, dass die Firma, die dieses CRM herstellt oder betreut oder weiterentwickelt, einfach
sehr wenig und sehr langsam dieses CRM weiterentwickelt. Während alle anderen CRMs, ja, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, wie sie alle heißen, Salesoft, Loft, Close.io, ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, gingen durch die Decke. Sogar neue CRMs, die es bis vor 12 Monaten noch gar nicht gab, waren nach 12 Monaten schon weiterentwickelt als wie dieses CRM von dem Hersteller, das ich schon seit 5 Jahren benutzt habe. Es war zwar super, super günstig, hat irgendwie nur 10 Euro im Monat gekostet oder sowas, ja, oder 18 Euro, aber es hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Das heißt, du darfst nie vergessen, dass Lizenzkosten, ja, durchaus ihre Berechtigung haben. Sonst würde der Markt ja es gar nicht hergeben. Also sonst wäre ja quasi jede Firma, die Lizenzkosten verlangt, hätte ja gar keine Marktberechtigung. Also müsste ja irgendwie Monopolstellung haben oder irgendwie die quasi per absoluten Zwang irgendwie was, dass die Leute diese Software kaufen. Nein, das hat ja ganz bestimmte Gründe. Und es gibt viele Firmen da draußen, größere Firmen, mittelständische mit mehreren Milliarden Umsatz, die grundsätzlich sagen, bei uns kommt keine individuelle Softwareentwicklung mehr ins Haus. Wir haben da schon so schlechte Erfahrungen gemacht, uns ist das so um die Ohren geflogen. Und in der Tat, es ist so, dass Softwareentwicklung als solches, generell gesprochen, es ist kein Eisverkäuferjob. Ja? Also es ist schon ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer, als wie jetzt ein Eis zu verkaufen, ja, oder, keine Ahnung, Busfahrer zu sein oder sowas, ja. Und insofern, eine individuelle Software zu entwickeln, da gehört schon einiges dazu, dass die dann auch wirklich läuft, die dann auch zu warten, ja, also die zu pflegen, ja, die bedarf vielleicht auch der Pflege, dass sie immer up to date ist und so weiter. Wir kennen das ja von WordPress. Mit WordPress ist ja auch quasi umsonst, ja, und individuell, dann kannst du es ja machen, wie du willst. Aber wenn du einmal WordPress hinsetzt und kümmerst dich nicht mehr drum und pflegst das Ding nicht, dann veralten die Updates, die Apps und dies und das und jenes. Und nach 1-2 Jahren ist das Ding nicht mehr safe. Ne? Also das heißt, letztendlich sprechen wir, egal, von der ob es jetzt individuelle Softwareentwicklung ist oder Standardisierte Softwareentwicklung, wir sprechen am Ende immer von Software. Ja? Immer Lines of Code innerhalb eines Frameworks mit Funktionalitäten und so weiter, mit Methoden und Klassen und da. Und Attributen und Variablen. Es ist letztendlich immer Nullen und Einsen, ja. Und Quantenphysik, so weit sind wir noch nicht. Und deswegen muss man auch das mal die Kirche beim Dorf lassen. Das heißt, auch bei individueller Softwareentwicklung gibt es dann einen Bedarf für Nachbetreuung, im Bedarf für Service und Support, welches letztendlich dann auch bezahlt werden muss, welches letztendlich dann mehr oder weniger sowas Ähnliches ist wie eine fortlaufende Lizenz, ja, also Lizenzkosten. Man nennt es vielleicht nur Support und Service oder sowas in Richtung Rahmenvertrag. Ja? Ja, das soll es einfach nur gewesen sein zu diesem Video, Standardsoftware versus individuelle Software. Ich habe jetzt einfach mal diesen einen Punkt hier, Lizenz, weil ich es so häufig höre, also quasi auch als Verkaufsargument, weil ich bin ja Experte für Verkauf und Marketing und Vertrieb und helfe da insbesondere IT-Dienstleistern und Entwicklern. Und wenn es darum geht zu argumentieren oder Einwände zu behandeln oder sowas im Verkaufsgespräch, ist es mal ganz oben, ganz weit oben, ja. Oder auch in Werbetexten oder sowas auf der Webseite oder in E-Mails oder auf Dokumenten, die verschickt werden. Keine Lizenzkosten. Und ich höre das sogar von Kundenseite aus der Industrie ständig immer wieder, diese Lizenzkosten von SAP und von Microsoft, und das ist der Wahnsinn und so weiter, das können wir uns nicht leisten. Klar, nicht jede Software ist für jede Firma, schon klar. Aber generell gesprochen gibt es einen ganz bestimmten Grund dafür, dass es überhaupt Lizenzkosten gibt. Ja, also es hat viele mehrere Gründe noch, also rechtliche Sachen, dies und das und jenes und so weiter. Ja, also es ist super kompliziert. Ich bin auch nicht der Lizenzexperte. Da gibt es noch ganz andere, die sich da reinfuchsen und sich dann auskennen. Und sicher gibt es die ein oder andere Firma, die da eine riesige Marge draufhauen, ja, auf ihre Lizenzkosten, weil einfach sie sich da dumm und dämlich verdienen kann mit sowas. Das ist schon klar. Alles ist mir klar. Ne? Also
Es gibt Stories, da wo dann plötzlich die Lizenzgebühren um 80% verringert wurden. Ja? Und da fragt man sich dann, okay, warum waren sie erst so teuer? Ja, weil man halt den Kunden gewinnen will und quasi die Marge so hoch ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, hey, wenn ich jetzt in den Rewe gehe und ich kaufe mir ein Stück Duplo, ja, beim Edeka, einzeln zahle ich 40 Cent, ja, und wenn ich beim Rewe gehe und kaufe mir 10 Stück auf einmal, zahle ich nur 2,50 Euro, nur die Hälfte. Ne? Da sage ich mir auch, ja, wo sind da jetzt eigentlich die Marge? Könnte ja noch billiger gehen. Ja? Also das ist ja auch kein Argument. Ja? Okay, so, das war mein ganz kurzes 10-Minuten-Video zu dem Thema individuell versus Ding. Man kann das Ganze natürlich noch viel, viel technischer und detaillierter aufziehen. Wenn du jetzt ein Entwickler bist oder wo auch immer, ja, du jetzt gerade herkommst und willst zu dem Thema individuelle Software versus standardisierte Software, Vor- und Nachteile, wenn du jetzt quasi so von der Business-Seite her versuchst, irgendwie dein Business zu skalieren, aufzubauen, hast dazu noch Fragen, dann bitte in die Kommentare. Dann werde ich darüber einfach noch mehr recherchieren und dann noch mehr Video machen. Vielleicht auch jemanden mit einladen, der dann mit mir gemeinsam ein Video darüber macht, versus Business, Standard versus individuell. Es ist ein sehr heißes, interessantes Thema, denn ist ja auch letztendlich unterm Strich eine Definitionssache. Ne? Also was ist jetzt individuell und was ist jetzt nicht individuell? Denn es ist ja häufig sogar so, dass in Firmen eine Standardsoftware gekauft wird und dann wird noch 2 Jahre lang programmiert, um diese dann überhaupt so anzupassen und zu customizen. Man spricht hier vom sogenannten Customizing, also anpassen in der Firma, dass sie dann auch letztendlich das erfüllt, den Zweck und den Sinn und die Funktionalitäten individuell wiederum so stark zu individualisieren, dass sie letztendlich schon gar nicht mehr erkennbar ist als standardisierte Software, sondern schon eher zu individuellen Software wurde. Also dann ist jetzt nicht die Standardsoftware zu individuellen Software geworden, obwohl sie ursprünglich Standardsoftware war und die Lizenzen werden dann trotzdem noch gezahlt. Also ist ein riesiges Feld. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Ich muss jetzt los. Dein Thomas Klein, und wenn du quasi mit mir einfach mal reden willst, wie ich dir helfen kann im Marketing und Vertrieb, wenn du Softwarebranche kommst, ja, aus der IT-Branche, IT-Experte bist, such dir hier einen Link auf thomasklein.consulting oder klein-marketing. Entweder done for you oder done with you, also Beratung mache ich auch, Coaching, aber ich mache auch quasi operative Unterstützung. Bis dann, dein Thomas Klein, wir sehen uns, ciao. Hallo, ich bin Christoph. Ich habe im April diesen Jahres eine Full-Service-Werbeagentur gegründet. Zusammen mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf die Gestaltung individueller Webseiten und Online-Marketing. Thomas Klein unterscheidet sich in der Hinsicht zu anderen Coaches und Mentoren, weil er praxisorientiert arbeitet und sehr zielstrebig ist. In der kurzen Zeit konnte mir Thomas Klein bereits mir dabei helfen, meinen Unternehmenswert zu steigern. Deswegen kann ich Thomas Klein jedem empfehlen. Und zwar bin ich seit fast 20 Jahren als selbstständiger Softwareentwickler unterwegs. Und habe eben immer wieder das Thema, wie komme ich an neue Projekte, wie komme ich an neue Kunden. Jetzt habe ich da die letzten Monate mich doch mal viel damit auseinandergesetzt und habe etliche Coaches und Seminare und Co. mir zur Gemüte geführt. Und ja, war so ein bisschen durchwachsen, die ganze Thematik. Und unter anderem bin ich da auch auf den Thomas Klein gestoßen und war natürlich auch etwas skeptisch, nachdem ich jetzt schon ein paar Sachen mir angeschaut habe, die mir nicht so wirklich weitergeholfen haben. Bei Thomas ist das wirklich anders. Er nimmt sich Zeit, er versteht dein Business. Er kommt selber aus der IT, macht das seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich. Und macht sich auch die Mühe zu verstehen, wo man hin möchte, ne, als Kunde von ihm. Und das hat mir natürlich in dem Fall dann die Augen geöffnet, wo ich dann plötzlich gemerkt habe, hey, es gibt halt doch Unterschiede in den verschiedenen Bereichen, wie man ein Projekt angeht, wie man auch Kunden anspricht. Und ja, ich bin echt zufrieden, wie das funktioniert hat, weil, also Thomas macht nicht nur Coaching, sondern er hilft einem auch wirklich bei der Akquise. Ne? Also er sucht Kunden raus, er hat ein riesen Netzwerk natürlich über seine Historie. Und präsentiert einem quasi auf dem Silbertablett verkaufsfertige Leads.